the shipping, I go sipping, I go slide. In other words, the love I got to give is certified. We give me the toughest, longest type of ride, girl. Ganz schön sexy ist der Kurs von Sabine Anastasia Hack an der Kreuzberger Tanzschule X-Step. Unter dem Namen Burlesque lässt die Tänzerin und Choreografin verschiedene Tanzstile miteinander verschmelzen. Dabei entstehen Choreos, die sich in keine stilistische Schublade stecken und auf keine Tanzrichtung reduzieren lassen. Im Lied von Louis Armstrong geht es um den Tod der Geliebten. Die Choreografie folgt der Trompete in eine Welt voller sinnlich-melancholischer Erinnerungen. Burlesque ist Erotik und Hingabe. Und auch das ist Burlesque. Verrückt, ausgelassen, voller Lebensfreude. Eben crazy in love. Burlesque ist so vielseitig wie seine Erfinderin Sabine Anastasia Hack. Wir haben die Wahlberlinerin mit deutsch-griechischen Wurzeln auf dem Weg zu ihrem Unterricht nach den Geheimzutaten für Burlesque gefragt. Burlesque ist mein ganz persönlicher Ausdruck von Weiblichkeit und Sinnlichkeit in Form von Tanz. Ich würde nicht sagen, dass es ein neuer Tanzstil ist, den ich kreiert habe, sondern ich mische einfach alles zusammen, was mir Spaß macht und wo ich meine Weiblichkeit ausdrücken kann. Der Name Burlesque ist aus den Begriffen Burlesque und Jazz-Tanz entstanden. Im weltweit einzigartigen Kurs, den Sabine Anastasia Hack vor 1,5 Jahren ins Leben gerufen hat, geht es allerdings nicht ums Ausziehen. Deswegen habe ich es ja auch Burlesque genannt und nicht Burlesque, weil das für mich die Mischung ist aus Weiblichkeit und Tanz. Und Burlesque ist für mich mehr eben das Ausziehen, das Spielen, das Verführen und hat wenig mit Tanz zu tun. Also hier in Europa, würde ich sagen. In Amerika ist es auch wieder anders. Da ist eine Burlesque-Tänzerin auch wirklich eine Tänzerin, eine ausgebildete Tänzerin. Mit ihrem unverwechselbaren Stil begeistert Sabine Anastasia Hack nicht nur die Teilnehmer ihrer Burlesque-Kurse im In- und Ausland, sondern mischt auch die aktuelle Berliner Tanzszene auf. Nach ihrer Ausbildung in Stuttgart und New York und diversen Engagements weltweit zog sie in die deutsche Hauptstadt. In den letzten Jahren choreografierte sie unter anderem für den Friedrichstadtpalast und zeichnete sich für David Garrett's Rock Anthems Tour verantwortlich. Doch wie kommt man nach einer Ausbildung in Ballett, Jazz, Modern und Hip-Hop, einer Weiterbildung in Afro, orientalischem Tanz, Lindy Hop, Tribal Belly Dance und dem klassischen indischen Tanz Kathak schließlich dazu, Burlesque ins Leben zu rufen? Ich wollte mich auch weder als Frau noch als Tänzerin einschränken lassen, in irgendeine Schublade stecken lassen. Und dadurch ist diese Vielseitigkeit entstanden. Ob sie in den einzelnen Stilen etwas vermisst hat? Stimmt, vieles habe ich vermisst, weil viele Tanzstile sehr eingeschränkt sind, klare Regeln haben, was auch gut ist. Man muss die Regeln erstmal lernen, bevor man sie brechen kann. Und in Burlesque breche ich sehr viele Regeln. Burlesque ist Befreiung der ureigenen Weiblichkeit und soll das Frausein in all seinen Facetten stärken. You rely on what you were born with, because it is in your blood. Auch wenn Burlesque in der Regel von Frauen bevorzugt wird, sind im Kurs generell auch Männer willkommen. In der Tanzschule X-Step besteht der harte Kern der Burlesque-Klasse aus rund 15 Tänzerinnen, die sich einmal pro Woche zum Training treffen.
Ich habe vorher schon als Kind Ballett getanzt, dann ein paar Jahre Jazz. Ich habe ganz lange Jahre Turniertanzen gemacht, 12 Jahre lang. Ich tanze Hip-Hop. Hauptsächlich. Ich komme aus der orientalischen Ecke, aus Tribal Fusion. Das Training beginnt mit dem obligatorischen Aufwärmen. Doch bereits hier merkt man, dass etwas anders ist als in anderen Tanzkursen. Denn einen Großteil des Warm-ups machen die sogenannten Isolations aus. Das sind Übungen, die dazu dienen, einzelne Körperteile getrennt voneinander wahrzunehmen und zu bewegen. Mit viel Übung lernt man, die einzelnen Muskelpartien voneinander isoliert zu bewegen. Es ist, als würde man seinen Körper erst jetzt richtig kennenlernen. Getanzt wird barfuß in Socken oder Tanzschuhen. Selbst High Heels sind im Training willkommen. Auch die Klamotten können kurz, lang, eng oder leger sein. Hauptsache, man fühlt sich wohl und sexy. Es geht nicht um Technik, um richtig und falsch, sondern wirklich, wie fühlen sich die Bewegungen an und wie führe ich eine Bewegung wirklich mit Gefühl aus. Und wenn man sich selber sieht, wie man sich entwickelt, wie man besser tanzen lernt und die Bewegungen einfach besser aussehen. Und ich denke, das kann man im Alltag dann auch einfach ausstrahlen. Ich denke mir immer, man trainiert hier nicht nur den Körper, man trainiert auch die Seele so ein bisschen. Es ist wie eine kleine Reise zu sich selbst. Hat man sich schließlich warm gegroovt, folgt die Einstudierung der Choreo. Sinnlichkeit und Loslassen stehen erneut im Fokus. If love had a sound, this would be that sound. Was leicht aussieht, ist in Wirklichkeit harte Arbeit und das Ergebnis zahlreicher Wiederholungen. Links nach hinten, genau, ziehst die Hüfte hoch und dann stack. Okay. Hüfte tief, Schulter hoch. Da sind wir wieder bei diesen Isolations. Dafür sind die Isolations gut. Ich möchte nicht zeigen, wie toll ich tanzen kann, sondern ich möchte eher zeigen, wie schön das ist zu tanzen. Und was das bewirken kann und was es bei mir bewirkt hat. Damit die Bewegungen sitzen, kreiert Sabine Anastasia Hack in ihrem Unterricht auch mal kleine Geschichten rund um die Schritte oder greift auf eine besondere Lautsprache zurück. Hüfte und was willst denn du? Oh mein Gott, ich werde ohnmächtig. Oder doch nicht? Fühlt sich das gut an? Kreis, 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 Kreis. Isna. Das Training ist das eine, doch Burlesque ist mehr als Tanz, der begeistert. Für Sabine Anastasia Hack war die künstlerische Beschäftigung mit neuen Ausdrucksformen zugleich auch eine kritische Hinterfragung unserer Gesellschaft. Es wird einem sehr schwer gemacht, wirklich seine wahre Identität als Frau oder auch als Mann zu finden, weil alles vorgegeben ist. Man muss die und die Größe haben, man muss High Heels anhaben. Ich würde mich ganz klar und deutlich als Feministin sehen. Ich bin aber kein männermordendes oder männerhassendes Monster. Feminismus heißt für mich persönlich, dass ich meine Weiblichkeit, so wie ich sie empfinde und fühle, leben kann. Dass ich auch beruflich erfolgreich sein kann, ohne männliche Werte annehmen zu müssen. Denn gerade Choreografinnen werden männlichen Kollegen gegenüber immer noch benachteiligt. Wenn es auch um weibliche Choreografien geht, das wird meistens von Männern gemacht. Und das war auch ein Grund, ein Grund, warum ich Burlesque unbedingt machen wollte, weil ich mir nicht länger von Männern sagen lassen wollte, was weiblich ist, was sexy ist und wie ich als Frau zu sein habe. Burlesque ist Lebensphilosophie und ein Versuch, dem Frausein ausreichend Raum zu geben. Auch auf Facebook beschäftigt sich Sabine Anastasia Hack mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft. Doch haben es freischaffende Tänzer und Tänzerinnen nicht auch generell schwer in Deutschland? Den Beruf Tänzer, den gibt es nicht. Man kann auch in Deutschland Tanz nicht studieren an der Universität. Wenn ich sage, ich tanze beruflich, dann guckt man mich an und dann heißt es entweder klassisches Ballett oder irgendwie an der Stange in irgendeinem Table Dance Club. Das dazwischen fehlt einfach noch hier.
Wenn ihr alles zu bunt wird, kommt Sabine Anastasia Hack nach Hause. Beim Tanzen kann sie der Mensch sein, der sie ist, und die Frau sein darf. Ob sinnlich, melancholisch, verrückt, fröhlich, sexy, süß, auch mal arrogant oder zickig, was soll's. Hauptsache auf keine Klischees reduziert, immer noch Frau und immer eins mit sich selbst. Italien, be Italian. When you hold me, don't just hold me, but auch das ist Burlesque, diesmal frech, verspielt, provokant, doch nach wie vor sinnlich weiblich. Eine weitere Facette des Frauseins. Nach 1,5 Stunden Training nehmen die Burlesque-Schülerinnen oder Burladies, wie die Kursteilnehmerinnen von Sabine Anastasia Hack genannt werden, nicht nur Schweißtropfen aus dem Unterricht mit. Die Frauen im Alter von 20 bis 40 Jahren wissen genau, weshalb sie sich für Burlesque entschieden haben. Sabine verleiht einfach so ein Gefühl, du bist gut, so wie du bist. Das ist so eine Art Kunst und lässt mich an ihrer Kunst so teilhaben. Und das finde ich total toll. Wenn man Sabine beim Tanzen zuschaut, also ich kaufe ihr jede Bewegung ab. Im Burlesque-Kurs mitmachen kann jeder, der gern tanzt. Der Einstieg ist bei X-Step das ganze Jahr über möglich. Ob man eine Karriere als Tänzer bzw. Tänzerin anstrebt, einfach nur abschalten oder Energie tanken will, oder ob man eine besondere Überraschung für sein Herzblatt plant. Auch wenn viele Geheimnisse rund um den weltweit einzigartigen Kurs Burlesque gelüftet wurden, behält Sabine Anastasia Hack ein paar Joker im Ärmel und beantwortet manche Fragen nur mit einem Lächeln. Zum Beispiel, wie sie jemanden nach dessen Tanzstil analysieren kann. Oder wie das Gehirn lernt, den richtigen Befehl abzugeben, wenn man eine Bauchwelle macht. Tja, ein bisschen geheimnisvoll darf Frau ja sein. Auch das ist Burlesque.